Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu Teil 3 beim Resteverarbeiten. So, wie du sehen kannst, habe ich die dann noch durchgeschnitten. Einmal mit der Schere und dann nochmal gefaltet. Das bleibt nicht so. Das lehne ich jetzt mal hier so quer, denn da mache ich jetzt was drauf. Ja, ich mache da jetzt was drauf. Das finde ich nämlich doof, so wie das ist. Ich mache das so nicht. Nein, nein. Die Flamingos da, das ist doch, ne? Also mal ganz im Ernst. Wer braucht das schon? Ich nicht. Ist nicht mein Dingsbums. Nein. Absolut nicht. Ach, was haben wir hier? Da sind ja auch noch so schöne Bildchen. Ja, aber da wird man dann auch, ne? Ja, ist doof. Wird man noch zu viel sehen. Oh, guck mal. Oh, die ist aber süß, ne? Komm, die nehmen wir auch mit rein. Ja, was ich hier nicht so alles finde, ne? In meiner Monster-Dingsbums, ne? Wenn man hier drin. Ah, gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. Haben wir da was Großes? Ne, das sind alles kleine Sachen. Kleine Sachen. Die kann man hinterher noch ein bisschen verschönern. Ja. Da sind nur noch Fotos drin. Aus, ey. Salzburg. Original alte Dingsbums-Karte. Nee, ich glaube nicht, dass die noch leben. Ja, sieht auf jeden Fall hübsch aus. So, was haben wir hier dran? Da gucken wir mal. Nee, das sind auch nur so kleine Dingelchen. Das sind schön, ne? Ja. Ach, hier finde ich schon noch was drin. Unter Garantie. Ich hätte auch schon mal vorher gucken können, ne? Hätte, habe ich aber nicht. Pech, ja. Passt nicht. Jein, 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 jein. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ach, ja. Nee, das ist alles nicht das, was ich so dafür haben will. Nee. Nee, 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 nee. Nee, da muss irgendwas anderes drauf. Da muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken. Irgendwas muss ich da drauf machen. Das gefällt mir nämlich so nicht. Nee, absolute nicht. Das gefällt mir nicht. Ach, wozu Gott weiß, was suchen, wenn man hier doch so schön was hat, ne? Ja. Ja, komm, reißen wir hier noch ein bisschen ab, das sieht besser aus. So, ja. Fühlt man so richtig an dem Papier, dass das schon uralt ist, ey. Kannst du echt fühlen. So. So, dass man die Flamingos, wenn es hier nicht sieht.
Und jetzt muss ich hier mein Vintage-Foto ausbuddeln. Das muss hier nur auf dem Tisch ausbuddeln. In einer Tour, also echt schlimm. Schrecklich. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Bin immer nur am Ausbuddeln. Wird Zeit, dass ich den Tisch nur aufräume. Ach, das hält sowieso nur 5 Minuten. Das hast du wieder so wie vorher, ne? Ne, Ala? Lawinen basteln? Jawohl. Lawinen basteln. So ein cooles Wort. So. Gott. Was gefällt mir? Gefällt mir schon mal sehr. Jetzt hole ich mir den hier, aber das geht schneller. Gleichmäßig verteilt. Ja, ich mache sowas normalerweise ja nicht so gerne. Ne? Finger bematschen, aber. Na gut, ne? Blech. Weg. Ja, stellenweise ist immer noch viel, aber. Pff. Was soll's, ne? Was soll's. So. So, und jetzt kann ich nämlich schon mal bei die alten Fotos sehen. Oh, da ist ein bisschen zu lang. Also noch ein bisschen zu groß. Also auch, ja doch, das geht eigentlich, ne? Geht eigentlich. Eigentlich. Es sei denn, ich finde noch eins, was noch ein bisschen kleiner ist. Okay, natürlich. Oh, guck mal. Ja, das sind wirklich original alte Fotos. Die hat mir mal eine ganz, ganz liebe geschenkt. Ja. Da habe ich einen ganzen Packen von und bis jetzt habe ich die noch nie verbastelt, weil ich es einfach zu schade fand. Das ist zu groß. Ja, ne? Aber mittlerweile, ja. Das wird es. Ja, da gehen wir aber noch ein bisschen über den Rand. Ne? Noch ein bisschen älter machen, als es ohnehin schon ist. Ja, siehst du da? Ist wirklich alt. Aus zwei Brücken. Und das klebe ich jetzt zu. So geht das, ne? Und zack, bumm, ist so ein wunderschönes altes Foto versaubeutelt und hält Einzug in ein Junk Journal. Ja, und die Schrift, die passt ja dazu, ne? Finde ich zumindest. Ja. So, und das hier, das ist ja jetzt der hier, ne? Ja, jetzt muss ich mal gucken. So, ne? Ja, da
das ist die richtige Breite. So sieht das. Da kommt nämlich auch noch mit da rein, ne? Ja. Da hätten wir da noch ein Tütchen drin. Jawohl. Jetzt muss ich mal gucken. Wann habe ich jetzt überhaupt angefangen? Boah, ich bin wieder so doll, ey. Naja, ist gut. Ja. Das ist die andere Hälfte. Ich finde das schön. Ich finde das Foto richtig schön. Ja, für mich ist noch der gleiche Tag, deswegen stört ich nicht an meinem Gehüstel. Es ist wie es ist. So. Das könnte man doch hier. Ja, da müssten wir aber doch mal am Rand noch ein bisschen wegholen, ne? Wäre ja nicht verkehrt, wenn er ein klein bisschen kleiner wäre. Ja. Kann sein, dass ich jetzt die Füße was abamputiert habe, aber regel easy. Bei mir ist ja nichts gerade. So. Ja, ne? So, das geht. Okay. Dann. Ja, der billige Kleber, da muss sie auch weg. Ich meine, ne? Ist ja so. Normal nehme ich ja nur den richtig gut. Und, ja. Aber ab und zu muss man auch was billiger nehmen. Wenn man den sowieso noch da hat, der ist ja schon noch aus der Zeit, wo ich noch kein Designteam-Mitglied war, ne? Und ich meine, ich kann das ganze Zeug ja nicht wegschmeißen. Kann man ja trotzdem benutzen, obwohl ich mir den ja nicht mehr kaufe. Ne? Ich finde den nicht so gut. Ja, klebe auf den Kopf erst, was davon. Oh Gott. So. Wo bist du? Komm her. Alles erledigt. Da haben wir noch so ein andere. Wie so eine komische Flasche. Was ist das? Das ist der Kitzkleber. Kann sein, der klebt nämlich überhaupt nicht schön. Doch, das sieht doch hübsch aus. Ne? Hat jedes Dingsbums schon mal etwas. Ein Dingsbums. Ja, hat jedes Dingsbums ein Dingsbums. Das ist doch schon mal was. So, dich könnte ich aber schon mal einfärben. So ist das ja nur nett, ne? Ja, so ein bisschen am Rand. Ich mag dich gern, mehr sage ich nicht, drum ist aus auch kurz nur mein Gedicht. Und ich will es dir schenken, den Rest kannst du dir denken. Da, weißt du da doch schon. So viel Dornen ein Rosenstock, so viel Haare ein Ziegenbock, so viel Flöhe ein Pudelhund, so viel Jahre bleib gesund. Schön für auf die Geburtstagskarte, ne? Ja, so waren die Sprüche mal, Anno Tobak. Wenn einer sagt, das kann ich nicht, dann weiß er nicht, wovon er spricht. Ja. Für dich mache ich ein Gedicht, jedoch ich schaffe es leider nicht. Da fehlen mir die Worte, ich zeichne dir eine Tochter. Glücklich ist, wer vergisst, dass nach dem Sonntag Montag ist. Oh ja, auch schön, ne? So, das legen wir wieder da rein. Ja.
Mach dann mal zu. Jetzt muss ich die ja noch irgendwie zusammenfügen, ne? Die ganzen Dingsbums-Dinger. Der ist aber was hoch, wa? Ja, der ist in der Tat ein bisschen hoch. Das ist okay. Das ist wirklich was hoch. Da muss ein bisschen was ab. Da muss ein bisschen was ab. Ein bisschen was ab. Dann nehmen wir hier oben so ein bisschen weg. Und hier unten nehmen wir auch noch so ein bisschen weg. Und dann dürfte das. Jo, dann passt das. Gut, gut. Gut. Also. Ach, das sind ja zwei. Dahin. Also das nehme ich nach außen hin. Das wäre schön hier. Dann Kühler war arg weit raus. In der Tat, in der Tat. Naja, wenn du ein bisschen weit raus guckt, ist das ja auch nicht so schlimm, ne? Finde ich. Obwohl, ich könnte doch ein bisschen anders machen. Tu da rein. Und dann da rein. Und dann da rein. Ist doch auch was, oder? Und den klatsche ich irgendwo dazwischen. Den klatsche ich mal eben, ja. Den klatsche ich. So. So soll das werden. Dich hätte ich gern irgendwie. Irgendwie, ich weiß nicht wie. Ach, hier habe ich schon noch die. Jetzt haben die das extra abgeschnitten, da muss ich doch auch reinpacken, ne? Ja. Das Kürzel. Da können wir so einfach was dahinter kleben. Na? Da können wir was dahinter kleben. Können wir was dahinter kleben. Der fliegt noch immer hier rum. Obwohl, das ist was dick, das Papier. Ne? Oh, das geht aber. Oh, ich liebe dieses Papier. Ich liebe es. Auch farblich passt das eigentlich ganz gut. Komm. Und wie ist er denn der Breite? Jein, jein, jein. Nicht so ganz, ne? Macht aber nichts. Das kann man auch alles passend machen. Ja, toll. Ich bin echt super. Ich ziehe da mal aus dem Stapel. Jetzt kann ich nicht mehr ranbringen. Gut, jetzt muss ich das hier aber ein klein bisschen einkürzen, weil die Kante ist nicht schön. Ne? Die ist echt nicht schön. Das hätte man. Jeder, das ist mir egal. Kann aussehen, wie er will. Ja. Ja. Gut. Dann, ja. Dann, ja. Jetzt genau aufpassen, damit du bloß nichts verkehrt machst. Denn. Hier ist nur hier an der Seite und da unten und hier. Ach, Mück, geh doch weg. Alle Tiere lieben mich.
Das ist schlimm, aber die Mücken, die müssen mich nicht auch noch so lieb haben. Die nerven. Ich sollte vielleicht mit U arbeiten, vielleicht fällt sie dann tot um, pff, weg. Ja, komm, doch mal hier auch noch so ein Streifchen. Ne? Besser ist das. Oh Gott, jetzt fängt Gypsy aber an zu schnarchen. Halleluja. So, an der Seite, da stand dann Dreams. Das hätte ich gerne. Dran. Ist okay, ist okay. Ist nicht super gerade, aber es reicht. Ne? Es reicht, ja. Du wirst zugemacht. Ja. Das ganze Ding ist nicht gerade geschnitten. So, ja. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Den Streifen kann man noch benutzen, kein Problem. So, dann schneide ich das hier am Rand auch ein bisschen nach. Also da können wir glauben, also beim Treffen da, beim Designteam-Treffen, ich meine klar, ich habe einen Körper in die Kiste gemacht, ich habe da das ganze Zeug rausgezogen und hatte auch die ein oder andere Idee, was man aus jedem Einzelnen machen kann. Da hast du ja Möglichkeiten, ne? Aber ich konnte mich da nicht hinsetzen und basteln. Das ist mir so schwer gefallen. Ich fand es viel schöner zu quatschen. Ist so. Das Quatschen war mir viel wichtiger. Ich meine, denn wenn ich am Basteln bin, ja gut, hier quatschen ja auch, ne? Aber da quatsche ich ja nur Zeug, was mir gerade so durch den Kopf geht. Das ist was ganz anderes, ne? Ist das nicht süß? Total süß, ne? Das lasse ich aber trocknen jetzt, bevor ich das falte. Ich finde das süß. Und dann hier Dream. Passt doch. Sehr schön, sehr schön. Aber am Rand kann man die schon mal inken, das merkt da nix. Das sieht hübscher aus, ne? Und jetzt gucken wir noch von der anderen Seite. Ja, könnte man auch noch nähen, aber ganz ehrlich, meine Nähmaschine ist so zugebaut, da komme ich im Moment nicht dran. Das ist Fakt. So ist das. So, und jetzt tun wir hier mal die Mümmels abmachen. Geht das Ganze hier fuddelsuddelzäh, das braucht kein Mensch. Ja, noch eins. Jetzt ist es gut. So, und wo ist er? Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er auch noch so mit Blau, ganz viel. Hier zum Beispiel. Ja, aber das ist ja, ne? Nee. Hier ist auch noch mit Blau. Oh, das hat er mir ja gerade. Also Bretter finde ich doof. Das finde ich auch dusselig dafür, dass die Völker nicht. Neu, neu. So. Ja.
Oh. Ach komm, geht das ein bisschen schneller? Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir dafür. Bleib stehen, du. Gefällt mir in der Tat. Ah, ich halte mal die Finger rein, mal gucken. Es sei denn, ich finde noch was Besseres. Join, 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 join. Die Tür finde ich so cool, ne? Die halte ich mal draußen. Ich habe dafür gerade eine andere Idee. Ja, ich sehe im Papier, dann habe ich eine Idee und dann will ich da gleich mit einbauen. Ne, okay, dann ist es dort. Okidoki. Okidoki. Jo. Da muss jetzt noch etwas weg. Dort in der Breite drauf geht. Aber ziemlich gerade, ne? Ja, denke ich mal. Oh, jetzt schon. Ja, fast. Reicht. Es reicht. Ja, so ist der Jod. Jod. Also, dann machen wir das Gleiche. Einmal hier. Sorry, ich weiß, ich war gerade raus aus dem Bild. Die heute ist blöd. Ach, in letzter Zeit haben wir auch blöd Wetter. Das ist öfter blödes Licht. Ich sollte vielleicht noch die Festbeleuchtung, die Deckenbeleuchtung bei anmachen. Wäre vielleicht ganz von Vorteil, ne? Oh ne, habe ich jetzt nicht. Weg. Hängt die Mücke schon wieder an der Birne. Hau ab. Das ist mir eigentlich auch was liebst, so also richtig schön mit Müll basteln. Ja, aber ab und zu, da meint man halt, man muss auch anderes Papier nutzen, ne? Es gibt aber auch schöne Papiere. Ach ja. Aber jeder, das haben wir zwischendurch so eine tolle Abwechslung. Da, ja, da hast du nur einen Haufen Müll und daraus machst du dann was, ne? Was heißt Müll? Das ist ja nicht alles Müll, ich meine. Ne? Aber verstehst, wie ich das meine. Ne? Also kein Papier, was aufeinander total super toll abgestimmt ist, sondern einfach Buntmix. Ja, und dann guckst du einfach, was dabei rauskommt. So ist schön. Ja, und was habe ich damit vor? So, ich glaube, da tue ich mal hier drauf und das kommt hier drauf. Ja. Denn die beiden Streifen, die werde ich noch dann einarbeiten.
So, jetzt habe ich ja hier mein Cover, ne? Vorne habe ich das und hinten dachte ich mal so, wenn ich da die Tür so, ne? So, ne? Verstehst du, was ich meine? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Das heißt, ich fange erstmal an, wild zu reißen. Ich muss die Tür ausreißen. Ja, das muss ich unbedingt. Das hilft nichts. Weg mit dir. Und hier auch. So, und dann machen wir hier auch noch, was. Ne? Wie sich dazu gehört. Ach Quatsch, du, hier ist aber wirklich weg. So. Das. So, und da will ich auch ein Stück Stoff hinter haben. Ja, weil jetzt sagen wir mal auf Seite, nicht, dass ich dich noch durchsäbe und das wäre echt peinlich. Der ist schief, ich nicht, ne? Ja, bei mir ist alles schief. Bei mir sind wir alles schief. Es gibt nichts bei mir, was gerade ist. Gibt es einfach nicht. So. Und dann einmal hier bitte. Ja. Hier kann nochmal ein Streifen ab. Quasi in etwa so ungefähr. Ja, mei, ist es jetzt bald gut? Ach Gott, mach schon von der anderen Seite. Da haben wir doch haha ausgetrickst. Ebenso. Und ja, da kann ruhig noch, ja, die zwei Siot. UFO soll weg. Ja, ja, hier der eine noch, ne? Der eine noch, der eine noch, der eine noch. Komm her. So, jetzt ist gut. So, wenn ich mit denen nämlich dann da drauf klebe und dann da drauf die Tür. Aber ich hätte gern, dass man die Tür aufmachen kann. Das heißt, ich müsste die ja hier irgendwie, ne? So, dass ich die und dann noch ein Bild dahinter. Das heißt, ich, Entschuldigung, das war mein Stuhl. Ja, toll.
schon vergessen, dass ich im richtigen Stuhl sitze. Und nicht auf meinem Dingsbums, auf meinem tollen. Ne, die sind aber doof, die will ich aber nicht. Nicht auf meinem Schreibtischstuhl. So. Ja, yeah, da habe ich doch schöne, schöne Bilder. Schöne, schöne Bilder. Ja. Die sind hübsch, das ist hübsch, das nett, das ist auch gut, weg hier drin. Ich hätte ja wieder einen senkrecht. Ja, der behauptet doch für dich, Mann. Das hier. Ah, die Farben sind so doof. Also, nicht doof, ist schön Bild, aber ne, passt nicht so wirklich. Das hier. Ich habe hier noch die ganzen tollen Bildchen von der Kalenderblätter. Ne? Ja. Also Füllausschnitt braucht man da ja nicht. Das muss nicht so monstergroß sein. Da würde ich fast sagen, hey, das passt ja schon. Ne? Ja, das passt schon. In jeder Woche auch wieder da rein. Hasta la vista. So. Bevor ich das nämlich alles zusammenklebe, da muss ich ja erstmal gucken, ne? Jo. Und das heißt, ich muss erstmal die Tür aufschneiden. Man nehme. Da ist der Knauf. Man nehme. Da. Ja, ist nicht besonders gerade. Die Schnitten, aber das bei mir sowieso nichts, ne? Durfte immer wieder klar sein. Ich glaube, hier, das ist auch genau die Klinge, die nicht mehr so dolle ist. Oh, ey. Ist die auch nett. Nett, aber nix. Was? Ach, Miki ist wieder hinter mir. War er wieder dran. Oh. Ah, hier. Nämlich noch ganz, ganz viele Ersatzklingen. Das ist doch was. Ist doch cool, ne? Ja, richtig cool. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ding, hey, das habe ich nämlich noch nie aufgehabt. Ja, nee, also Jan zu weit rennen musste ja ohne. Ja, ohne Rußfalle brust du auch nicht. Wäre schön, wenn du drin hängen bleiben würdest. Ich muss ich ja auch nächstens nicht Jan so weit aufdrehen, ne? Ah, hier steht es, via Memory Keep. Es hatte doch eine gefragt, von wem das Message ist. Oh ja, das ist scharf. Jo. Ja, ich habe ganz viele Skalpelle, so sind nicht. Ich habe echt viele. Nee, Miki, jetzt nicht. Stups mich gerade am Arm. Hörst du bitte auf, ey. Ist das sowieso schon so kompliziert. Oh Gott, jetzt bin ich aber auch schief gekommen. Ein liebes bisschen. Ein bisschen ohnehin. Ich bin echt schief gekommen. Ja, gerade schneiden ist nicht mein Ding. Jo, das ist es doch. So, jetzt mache ich das wieder raus. So, ne? Hier, das muss ich noch vorne schärfen an der Spitze, dann ist, das, dann ist die Spitze auch wieder gut. Ja, da kann man tatsächlich machen. Es gibt im Modellbau gibt es doch extra so Schleifsteine für Skalpelle.
Ich habe eine in der Küche, große. Habe ich mal von meinem Mann bekommen. Weil ich ein Küchenmesser schärfen wollte und hat nichts. Und damals konnte ich auch nicht an der Treppenstufe gehen, weil wir gerade am Renovieren waren. Schon viele Jahre her. Und da hat er mir dann einen Schleifstein geschenkt, ja. Und das fand ich sehr, sehr lieb. Das war wirklich lieb. So, und jetzt hole ich mir. Ich hätte ja auch direkt mit dem Lineal schneiden können, aber ich. Ah jo. Hätte, haben die aber nicht. So. Zack. Und dann kann ich nämlich gucken, wo da drauf muss, ne? Weil ich für einen Abschnitt brauche. Und so schneide ich das dann nämlich auch zu. Ja, so quasi in etwa so ungefähr. Ne? Das reicht ja. Katz. Jetzt stups mich doch nicht. Das mickig muss ich zuerst. Kommt Gypsy an und will dauernd was von mir. Und jetzt ist der Mickey da. Ja, ich hab dich ja lieb, Mausi. Ich hab dich lieb. Ist doch alles gut, ne? Ist alles gut. Soll ich dich etwa knuddeln? Weil du schon geholfen hast, hast ja die Spitze gebügelt, ne? Ja. So, und jetzt bleib aber dann schön da, ne? Dann gucke ich mal, ob ich so überhaupt noch basteln kann. Ja, ist ja gut. Ich hab dich auch lieb. Ja, kannst du mal alles gucken. So, ist jetzt gut, ja? Hast du alles gesehen? Oh, Katz, komm. Husch. Und ob. Der wird sich am liebsten jetzt hier drüber legen und ich soll nur noch kraulen. Nein. Nein, nein. Oh, halt. Da. Ja. Ne, die sind zu dick. Die sind dünner. Jesus Christus, ist das jetzt zusammengeklebt oder was? Ich kann die nämlich auseinander. Hier, doch, et gut. Die sind nämlich so schön dünn. So. Und hätte ja. Ah, ja. So. Gut. Ach komm, du bist ja sowieso schon, ja. Tada. Irgendwas von der Verpackung dran. Das war mal ein ganzes Päckchen, so ein Blister. Und ja, kann man nehmen, ne? Ist ja nicht verkehrt. Da brauchen wir aber noch einen Knauf. Ne? Einen Türknauf. Einen kleinen Türknauf. Ich habe totale Probleme, die Büchse hier aufzukriegen. Echt. Ich weiß nicht, wie der geht. Das ist so ätzend. Ich krieg die nie auf. Ah, jetzt hab ich es. Ah, da muss ich da reindrücken und dann kann ich schieben. Och, gut. Ja, der ist schön. Der ist schön klein. Das ist ein kleiner Türknauf. Das reicht. Ne? Ja.
Das ist ein kleiner Türknauf. Ja. Dann brauche ich meine Ahle. Und dann mache ich hier so auf die Höhe. Ja, da ist ja noch der Dingsbumsriegel, aber das ist mir egal. Komm, mal schätze ich auf die Höhe. So. Dann mache ich jetzt meinen Türknauf drauf. Ja, wenn ihr das könnt, würde ich das noch auseinander machen, das Dingsbums. Ich sehe noch nichts. Von den ganz kleinen habe ich noch, glaube ich, noch keins. Das ist voll ätzend, ey. Wo bist denn jetzt hin? Jetzt ist es weg. Ja, toll. Jetzt ist sie weg. Und wo ist sie jetzt hin? Fort. Hinfort. Wo immer auch. Na gut, dann hol ich mir nochmal eine neue. Ah, ich wollte es doch nur aufmachen. Ja, dann mache ich das jetzt hier so. Jetzt habe ich ein bisschen auf. Wenn ich die andere wiederfinde, kommt sie zurück in Kästchen. So einfach ist das. Ja. Ich weiß nicht, wo sie hingeflitscht ist. Keine Ahnung. Also im Boden anscheinend nicht, denn es hat nichts pleck gemacht. Vielleicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Ne? Echt nicht. So. Ja. So oder so. So. Dann muss ich da aber was drüber kleben, ne? Sollte ja wohl klar sein. Sorry. Ja, wäre gut gewesen, wenn ihr von Anfang an irgendwie. Oh ne, hab ich nicht. Hab ich nicht. Ist egal, da sieht das halt nicht so ordentlich aus. Ist wie jetzt. Küt. Ja, so, ne? Wie Nummer 11. Und dann Kopf, das geht schon mal ja nicht kommen. Wenn da schon Nummer 11 steht. Dann nehmen wir die auch richtig rum, ne? Ja. Ja. Das machen wir doch. Gut. So. Und jetzt aufpassen, sonst ist nämlich der Rahmen mit festgeklebt und das will ich ja nicht. Ich mache das, damit das Magnet nicht so leicht flitzen geht. Ne? Natürlich könnte man das Magnet auch so irgendwie ankleben, ist klar. Aber ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es dann abgegangen ist und ein Papier war zerrissen und ne? Muss ja auch nicht sein. Also mache ich das so. Alles gut. Und ja. Hier ist jetzt, steht noch was über. Das stört beim Öffnen und beim Schließen. Es ist gut, Micky. Ja, ich hab dich auch lieb. Lass mich hoch. Ja, ich hab dich auch lieb. Du bist ein toller Katz. Hör auf. Damit ziehst du Fäden an meinem Stuhlkissen. Das finde ich absolut nicht lustig. Hm.
Miau. Mal öffnen. Gut. Und das, siehst du, das geht nämlich direkt von alleine an die richtige Stelle. Da tue ich da oben mal was Klebstoff hin. Jetzt hätten wir das nämlich schon an den richtigen Dingsbums. Kannst du riechst mich auf, ey. Und jetzt hältst du zu. Jetzt brauche ich schon den anderen. Ach, ich könnte doch auch, hier ist doch ein Pinopsel. Ne? Das ist doch ein Pinopsel. Das kann man doch so aufkleben. Wenn ihr die drückt, dann ich habe immer so Probleme mit meinen Daumen. Oh! Ja, toll. Super. Ja, klasse. Hätte ich doch besser den Pinsel genommen. Naja, gut. Ist passiert, ne? Also, was schließen wir daraus? Das Zeug ist so zäh, wenn du auf die Flasche drückst, da geht so viel raus. Ja. Ach, toll. Mickey will sie ablecken. Da wäre ich das schon wieder los. So. Bäh. Stöpsel drauf, das mache ich nicht noch einmal. Das ist blöd. So. Wie ich den Buchrücken mache, das weiß ich noch nicht. Das werden wir noch sehen. Oh, wir können aber noch ein bisschen am Rand. Ja? Also der sollte ja doch festgeklebt sein. Darf ja nicht sein, dass der nachher dann gerade so in die Fussels da. Das kriegst du ja sonst nicht mehr richtig fest. Ist das schön oder ist das schön? Wieder das ist nicht schön. Doch, mir fällt das. Zack. Mir gefällt das. Ein Türchen. Und das gefällt mir aber so nicht. Ach Katze, ey. Hörst du mal auf, da hinten auf dem Rumzuturnen? Echt. Katze. Gut. Also das hätte man. So, und bei wie viel Uhr sind wir jetzt? Jo, da würde ich sagen, da wartet mal für heute. Ein paar Sachen haben wir ja schon wieder vorbereitet, ne? Jo. Und hier, das gefällt mir noch nicht so ganz. Da fehlt noch was. Ich weiß noch nicht was, aber da fehlt noch was. Wir werden sehen, was mir da noch so einfällt. So will ich das nicht haben. Das ist, oh nee, das ist noch, da müssen wir noch ein bisschen downtunen, ne? Ja. Also ein bisschen schreiend, die Farbe. Ja.
Ja, so ist es mir gebrochen. Dann sage ich danke für Zugucken. Und schauen wir mal, wie jetzt dann der Teil 4 weitergeht, ne? Ich lasse mich überraschen von mir selber. Das geht auch, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.